Hey Leute, na? Ich hoffe, es geht euch allen super. Mir geht's ganz okay heute. Frisch geduscht, Sonnenschein, zurück auf der Arbeit. Was ich heute mit euch besprechen wollte, ist folgendes. Ich twitch hier, ne? Ich bin einer dieser famous, geilen, hardcore, hippen, YOLO, Superstreamer. Und ihr supportet mich. Ich liebe euch alle, das wisst ihr hoffentlich. Wenn nicht, ich liebe euch alle. Und ich würde euch auch alle heiraten, was nicht geht, deswegen heirate ich keinen von euch. Und keine, einfach keine auch Eifersucht in der Community zu kreieren. Und durch eure Subs, Bits, dass ihr, durch eure Klicks, macht ihr mir das Leben auch echt einfacher. Also ihr, nicht nur, dass ich, wenn ich alleine bin oder wenn ich halt, wenn man halt mal eine schwere Zeit hat oder einsame Stunden verbringt, das klingt jetzt ein bisschen alles schnulziger, als es gemeint ist. Nein, es ist genauso schnulzig gemeint, und ihr wisst es. Muss ich gestehen, ihr, also da muss ich nochmal erwähnen, einfach was das halt, also wie das, wie mir das alles halt mein Leben erleichtert. Und etwas davon möchte ich heute zurückgeben. Ihr wisst, eure Subs, eure Bits, eure Donations, alles das kommt. Ich bin weit davon entfernt, davon überhaupt Steuern drauf zahlen zu müssen. Wir können sagen, okay, im Monat deckt ihr damit meine Internet- und ja, meine Stromkosten. Sagen wir so, meine Stromkosten kann ich damit decken, und das ist mehr als ich je erträumen konnte. Ja? Irgendwann würde ich gerne davon leben können. Das ist immer noch so der heimliche Traum, aber es ist halt brutal unwahrscheinlich. Ne? Und ich glaube, ich bin auch zu doof, mich zu rasieren. Es ist okay, das kommt mit dem Alter. Ich bin jetzt 33. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, kam jetzt wieder was von Twitch zurück, und ich habe heute in der Supermarktkette eine Aktion gesehen, die wollte ich letztes Jahr schon machen. Und zwar möchte ich jetzt ein bisschen was zurückgeben, weil ich bin in einer Situation, auch ihr wisst, ich bin nicht 100% da. Im Kopf zumindest. Also ich habe die Mental Health Issues, ich habe die Depressionsschübe, ich habe dieses Verlangen schon fast, kann man sagen, einfach morgens nicht mehr wach werden zu wollen. Ich bin in Therapie, alles, da ist eine Biene, deswegen machen wir mal hier zu. Ich brauche die nicht in der Wohnung. Nee, auf jeden Fall. Ja, geh weg. Auf jeden Fall. Tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt Folgendes gedacht, um etwas zurückzugeben. Ich bin in einer Position, wo es mir gut geht. Ich kann meine Rechnung zahlen, ich habe jemandem ein bisschen was übrig. Ich kann mir kaufen, was ich möchte. Ja? Also hier Beweis, original, da ist der Kasten. Ah, Orangina. Ja? Und in einem Supermarkt gibt es aktuell eine Aktion, wo du für die Tafel für 5 Euro eine Tüte kaufen kannst, und diese geht dann noch am gleichen Tag, wird die gepackt, und am nächsten Tag wird die zur lokalen Tafel gesendet und bringt Familien, die wirklich zu knabbern haben, die Geringverdiener sind, die auf Hartz IV sind, arbeitslos, Migranten, die auf Jobsuche sind und Leute, die halt einfach zu strugglen haben, denen zumindest für einen Tag vielleicht mal oder vielleicht für 2 Tage was zu essen auf den Tisch zaubern. Dass sie mal vielleicht mal 2 Tage Ruhe haben, satt sind und einfach mal sich vielleicht nicht mehr ganz so, also zumindest für 2 Tage ein bisschen mehr Ruhe haben in ihrem Leben. Als jemand, der weiß, wie das ist, nicht zu fressen zu haben, ich weiß, ich bin fett geworden, ja, das ist okay, ich nehme auch wieder ab, ich verspreche es, jetzt, wenn ich wieder zur Arbeit fahre. Werde ich Folgendes machen, ich habe am Samstag schon mit einem Mitarbeiter gesprochen, ich erkläre euch die Regel. Man nimmt diese Tüte, man geht zur Kasse, die wird eingescannt, man zahlt den Betrag, kostet 5 Euro. So, und in der Tüte, was da drin ist, das werde ich gleich im Supermarkt nochmal durchgehen, damit ihr auch seht, was das ist. Und diese Tüte wird nicht sofort genommen und weggepackt, sondern das ist quasi symbolisch. Die wird mit dieser Tüte, quasi ist ein symbolischer Akt, wird eingescannt. Und das wird im System registriert, und das System dann sagt dann, okay, gut, wir haben heute 200 Tüten verkauft, bitte packt 200 Tüten am Abend, die werden zusammengepackt, am nächsten Tag zur Tafel gebracht, zur lokalen. Und das machen wir, und ich habe durchgerechnet, und was ich dieses Jahr an euch, von euch an Support bekommen habe, ne, was ich auch schon alles investiert habe in Emoji, neuen Emojis, in Equipment, in Games und alles. Und
Ich werde jetzt gleich zum Supermarkt fahren. Ich werde mir diese Tüte schnappen. Und die werden wir 20 Mal über die Registrierkasse nehmen, dass wir 20 Tüten sponsern können. Ich weiß, das ist nicht die Welt. Aber ich bin auch nur eine Person und ich bin kein Montana Black. Noch nicht. Na? Das ist alles auch ein bisschen ungeschuld, dass ich doch nicht so weit bin. Nee, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich muss vorher noch ein bisschen was machen. Und dann gehe ich gleich, sehen wir uns im Supermarkt wieder. Ich werde da mal gucken, was in dieser Tüte überhaupt drin ist. Und dann gehen wir zur Kasse und lassen das Ding einfach mal 20 Mal durchziehen. Dass wir 20 Familien oder zumindest 20 Personen mal ein, zwei vielleicht etwas entspanntere Tage bescheren dürfen. Dank euch. Alles nur wegen euch. Bis gleich. So Leute, ich stehe jetzt vor dem Supermarkt. Wie gesagt, ich gehe jetzt rein. Ich weiß nicht, ob ich filmen darf, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil wie gesagt, wir sind ja nur eine kleine Community, alles. Ich habe auch keine Erlaubnis. Deswegen machen wir das ein bisschen bedeckt. Ich gehe jetzt rein, ich check nochmal aus, was in dieser Tafeltüte ist. Ich nehme eine, sag bitte 20 Mal, zieh die durch, bezahl das, hab dann die Quittung als Beweis, dass euer Support an Leute geht, die es wirklich nötig haben. Und noch nötiger haben als ich, sagen wir so. Alles klar, bis gleich. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz rein, was wir da drin haben. Nudeln. Tortelloni. Pilze. Schokomüsli, Schokolade, noch mehr Süßkram, Reis und eine Tomatensuppe. Ah, da kriegst du schon zwei Leute mit satt, würde ich sagen, oder? Für zwei Tage. Das war's auch schon. Hier ist der Beweis. Wir haben 20 Tüten gekauft. 20 mal 5 Euro. Ne? Da. Ja, vielleicht gespiegelt, ich weiß es gerade nicht. War ein bisschen unangenehmer, weil die Mitarbeiter nicht ganz wussten, ob das so okay ist, dass ich da ein kleines Video und dann halt das noch abfotografiere, weil das ist, die mögen das eigentlich alle nicht, wenn du in deren Kaufhäusern einfach Fotos machst von Produkten oder so. Deswegen, wir sind einfach noch nicht fame genug, dass das so durchgeht. Wie dem auch sei, mir egal. Wir haben es gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch über das Video. Ich freue mich, dass morgen schon 20 Tüten in die lokale Tafel geht. Macht's nach. Geht einfach in den Supermarkt. Nehmt so eine Tüte, den Fünfer. Ich weiß, das wird nicht die Welt bewegen. Ich weiß, das wird auch keine Probleme lösen. Aber alles, was ich wollte, ist, also als es mir dreckig ging, habt ihr mir geholfen, haben mir Freunde geholfen. Teilweise wildfremde Leute haben mir geholfen. Und jetzt geht's mir gut. Einigermaßen. Also bis auf die Sachen, die gerade noch nebenbei laufen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte ein bisschen was zurückgeben von eurem Support. Haben wir gemacht. Ich hoffe, wir können noch weiter mehr Menschen zusammenbringen. Vielleicht auch den anderen großen, den ein oder anderen Riesenstreamer vielleicht dazu bringen, sowas Ähnliches zu machen, weil das nochmal einen viel, viel größeren Impact hat. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich nochmal für all euren Support, für dass ihr da seid, für eure Themen, für dass ihr im Chat guckt, für dass ihr lurkt, für das, dass ihr im Discord da seid, dass ihr für mich da seid, dass ihr untereinander da seid. Und ohne euch, glaube ich, hätte ich viel, viel mehr Probleme gehabt in meinem Leben. Ich bedanke mich euch. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich nicht dankbar genug bin. Ja? Aber ihr macht mir mein Leben wirklich ein bisschen schöner mit jedem Tag. Ich hoffe, ihr bleibt, egal ob im Lurk, egal ob Sub oder kein Sub, ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr seid da, ihr seid happy, das ist wichtig. Ich kann euch manchmal auch trotz meinen Rages oder wenn ich mich übertrieben aufrege oder so, da fände ich mal wieder was versuchen und es geht schief. Dankeschön, danke für alles. Na? Und mit ein bisschen Glück vielleicht nächstes Jahr. Können wir sowas nochmal machen? Vielleicht noch ein bisschen eher. Und das nächste Mal wieder ein Tierheim supporten. Eventuell. Wir müssen mal gucken. Aber wie gesagt, je mehr ihr Support zukommen lasst, desto größere Sachen können wir dann am Ende des Tages auch machen. Darum. Und das ist auch nochmal schön. Vielen lieben Dank nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Und ich bin auch immer gerne, wenn ihr sagt, hey Katao, guck mal da kannst du spenden, was für Umweltschutz oder so. Dann können wir uns zusammensetzen und gerne das nächste Mal was anderes machen. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für alles und ich hoffe, wir sehen uns in dem einen oder anderen Stream wieder.
Ciao.